Was reden die da? Sieh mal das Plakat. In dieser Welt bist du ein Held. Ich weiß noch, ich führte die Vox. Ich, Slate und ich brannten die Hall of Heroes nieder. Vox. Sie blutet. Ich kann kaum denken. Ich habe zwei Erinnerungen an dieselbe Vox, Sache. Komm zurück. Wir finden Daisy Fitzroy. Und wir verschwinden von hier mit der First Lady. Los, komm. Diese Leute brauchen bessere Helden. Genau betrachtet unterscheiden sich Comstock und Daisy Fitzroy letzten Endes nur durch ihren Namen. Urzeitliche Mysterie.
haben es geschafft. Habe ich uns in eine Welt gebracht, wo die Vox Waffen hatten? Oder habe ich eine erschaffen? Fabrik und holen uns das Luftschiff. Es ist nicht deine Schuld. Nichts von all dem. Du hast eine Tür zu dieser Welt geöffnet und bist durchgegangen. Sicher, Booker? Habe ich uns in eine Welt gebracht, in der Chen Lin noch lebte, oder habe ich sie erschaffen? Ich sagte dir ja, ich habe das immer als eine Art Wunscherfüllung betrachtet. Hier wurde der Wunsch wahr. Slate. Er hält's mit dieser Vox Populi. Für alle, die diese Truppe nicht kennen, das ist ein kämpferisches Völkchen. Das Problem ist, ich muss ihnen erst bei ihrer Revolution helfen. Dann stürmen wir Comstock House. Und dann kriege ich das Mädchen. Er sieht den Gaul, der seinen Flug zieht. Den Affen, der seine Kohle schaufelt. Wenn er euch mit Heu füttern könnte. Die kriegen die Tür nicht auf, solange niemand das Luftschiff runterholt. Wir sind voller Sieg. Wir leben alle.
Plattform liegen und das Ding runterholen. Jetzt runter von dem Ding. Los, Elizabeth. Suchen wir Daisy in der Fabrik. Die Tore sind offen. Holen wir... Wir müssen mit dem Aufzug nach oben. Der führt bestimmt in Finks Büro.
Sie sind wie füreinander geschaffen, was? Wer? Fitzroy und Comstock. Maylin? Mr. Lin? Mein Gott, ich war so auf Paris fixiert. Ich hätte nicht gedacht... Das konntest du ja alles nicht ahnen. Ich spielte eine Rolle bei dieser Katastrophe. Wenn du so tun willst, als wären wir unschuldig an all dem, dann ist das dein gutes Recht. Aber... Hallo? Fink? Ich sah dich sterben, Booker. Mit eigenen Augen. Fitzroy. Hör zu, du hast deine Waffen. Jetzt will ich mein Luftschiff. Aber mein Booker David starb für die Vox Populi. Du bist entweder ein Schwindler oder ein Geist. Mein Booker David war ein Held. Einer, von dem man seinen Kindern erzählt. Du machst alles nur komplizierter. Mehr Geld. Okay, hier. Diese Löcher haben mir noch ein Wunder offenbart, obwohl ich erst noch sehen muss, wozu es gut sein kann. Es handelt sich um eine Kombination aus Mensch und Maschine, die sozusagen das Beste aus zwei Welten vereint. Der Prozess scheint unumkehrbar zu sein. Vielleicht hat Comstock Verwendung für so etwas, zum Beispiel als Wachposten für den Turm, den er baut. Hier ist etwas Geld. Kriegst du das auf? Mal sehen, was ich tun kann. Bitte sehr.
hold to grab enemies, and release to reel them in for punishment.